bin hier mit Jonas Neffin von den Eisbären Regensburg. Hallo Jonas. Was ist jetzt im dritten Drittel anders gelaufen, dass ihr das Spiel doch noch gedreht habt? Ich glaube uns einfach. Wir warten mal kurz. Einfach der Knoten geplatzt. Ich denke, wir hatten auch in den ersten beiden Dritteln schon gute Chancen. Da haben wir uns leider nicht belohnt, aber im dritten Drittel umso mehr. Alles klar. Wie nervenaufreibend ist es dann, wenn man weiß, es ist nur ein Torunterschied und dann steht Ravensburg plötzlich mit 6 Männern vor einem? Ja, natürlich, aber man denkt einfach daran, dass man das Spiel gewinnen will und dann kann man es auch ein bisschen, denke ich, ausblenden, weil man natürlich siegen will. Alles klar, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wir geben jetzt nochmal eine kurze Werbeunterbrechung, danach sehen wir uns bei den Highlights und bei der Pressekonferenz wieder.